Ja, sag gleich, Tauder wieder hier. Und willkommen wieder zurück in der Titanfall Close Peter. Also, wir werden uns gleich mal in die Schlacht begeben, aber was ich jetzt mal gesehen habe, ich habe zwei freischaltende Piloten-Settings. Einmal den Rifleman mit dem Karabiner, Hickok-Visier und den Raketenwerfer sowie eine Pistole. Also die normale Semi. Und hier noch die taktischen Ability. Er ist am meisten effektiv gegen Titans, hat die Frag Grenade, Explosive Pack, Extra Pilot Audience und Tomb Shield Battery. Das heißt, das Schild, was um den Titan ist, hält länger anscheinend. Und hier noch den Assassin. Ja, die Smart Pistol, ich glaube, das ist die. Ja, das ist die. Ne, das ist normale. Dann hier noch Anti-Titan-Weapon, ist die Sidewinder. Und ja, die Auto-Pistol, halt, also die Aimbot-Pistol. Dasselbe von den Abilities, also Most Effective gegen Titans, die Frag-Pistole. Das Kit, also die Pilot's Tactical Ability, ladet schneller auf. Und Minion-Detector, also die Grunts werden detected auf der Minimap mit diesen. Und der dieser hier schalte ich erst frei mit Level 2, also ich habe noch kein einziges Spiel gespielt. Ihr werdet mich sehen, wenn ich frisch ins Spiel starte. Und hier noch habe ich gesehen, es gibt zwei Titans zur Verfügung. Einmal den Assault, wie im Tutorial mit dem Chain Gun, Vortex Shield und Rocket Surf, sowie dass die Shield regeneriert und ich rausgeschmissen werde. Dann gibt es noch den Tank. Ich vermute halt mal, dass er auch natürlich mehr aushält. Er hat eine 40mm Kanone, also ich schätze mal, ist effektiver gegen andere Titans. Shield, die Raketensalve. Aber hier im Kit unterscheidet es sich, also er explodiert, also nukleare Explosion. Und your Titan degrades slower when doomed. Also, mein Englisch ist nicht so perfekt, aber irgendwie, ich glaube, dass er langsamer kaputt wird, wenn er unterdrückt wird oder so irgendwie. Ach ja, und der dritte schalte ich erst mit Level 3 frei. Na gut, dann stürzen wir uns mal ins Gefecht. Okay, wir haben 4 Modusse zur Verfügung und 2 Maps. Attribution, das ist der Team Deathmatch, Hardpoint ist Eroberung, Last Titan Stand, wie der Name schon sagt. Und was ist das? Aware the Game Modes und Maps von Titan. Ah, okay, wir haben nur 3 Modus und 2 Maps, okay. Und der mixt die wahrscheinlich durch. Aber ich stürze mich mal in Attribution. So. Pilot Loader nämlich. Ich nehme mal den Assassin. Und den Assault Titan. Ah, ich bin schon in der Lobby, cool. Die anderen mal muten. Ich muss. Na, mich selber kann ich nicht muten. Das haben sie ja auch. Das ist auch interessant, dass es einen Ingame Voice Chat gibt. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ah, das sieht mir nach Angel City aus. Steht es ja. Wow. Schon gespannt. Yeah. Das ging jetzt vollautomatisch. Da kommen schon die Grounds. So. Ah, das wollte jetzt nicht. Auf eine höhere Position. Boah! Okay, der hat mich mit der. Haha, mit der Schrot erledigt, okay. Das war also auch mies. Und wie ihr seht, schön die Killcam. Alla, CAB. So, ich habe ihn einen erwischt.
und ich sammle Attrition Points. Das heißt, desto mehr Attrition Points ich habe. Boah, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, natürlich mit der Auto-Aim-Bar. Ja. Das meine ich mit der Auto-Aim-Pistole. Das ist ein bisschen ein erlaubter Aimbot. Aber was soll's. Oh, da kommt schon der erste Titan runter. Bam. Ah, ist der eigener. Sorry. Ha! Grunts eliminiert. 2 Minuten ist mein Titan ready. Yeah. Da läuft einer. Da läuft noch einer. Wow! So, das jetzt. Wie hat er mich jetzt erwischt? Vor allem, was hat er für eine Waffe da? Keine MP, okay. Und er hat einen Top Kill abgeschafft. Okay, also wie ich es mir gedacht habe und das ich als auch sehr geil finde, sehr schnell. Also, ich bin da raus. So. Es gefällt mir sehr, dass es mehr so CAD-Style hat. Ein Titan. So, bringen wir den ins Ziel. Ja. Ah! Verdammt, da hat mich einer Reload entdeckt. Ja, das war nice. So. Da ist da gleich der Titan, oder? Na, das sind Grounds. Grounds, was hier runterkommen. Mein Titan ist 30 Sekunden ready. Hier rauf, 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 rauf. Eine erhöhte Position ist hier immer gut. Oh, da war ein Gegner. Da rein ist er. Okay. So, jetzt hol ich mir mal meinen Titan. Los. Und rein damit. Jetzt hat den Kollegen nämlich schon einen guten Beschuss. Jetzt hätten wir da meinen unseren Kollegen die nochmal. Okay. Das ist auch cool. Man bekommt eine Anzeige, wenn ein anderer Titan einen bewegt. Ist das der Artillerie-Titan? Na komm. Ah, okay. Das hat mir automatisch rausgeworfen und ich bin unsichtbar. Sehr gut. Nehmen wir mal unsere Anti-Titan-Waffe. Jetzt unterstützen wir unsere Leute da. Ah, das sind Grounds. Die fallen wir mal ab. So, jetzt locken wir nochmal die Titan. Ja. Ich mach mich lieber mal unsichtbar und hau ab. Boah, ist das spannend. Verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht so durcheinander. Ja, wo ist denn? Da oben ist ein Titan Reload. Ich sehe da drüben einen Titan auf der Map. Den werden wir mal ein bisschen entgegenwirken. Mein Titan ist ready. Dann holen wir uns mal. Nein! Verdammt. Wo ist mein Titan? Hä? Ah, okay, der war noch nicht ready. Verdammt. Oder doch, eigentlich war er ready, aber ich habe ihn ja schon geholt. Ach, da drüben ist er. Ich hole ihn mal. Komm her zu mir, komm. So, wo ist er?
Der haut mich mal automatisch raus. Aber da war noch ein anderer Pilot. Wo ist der hin? Yeah. Okay, wir haben jetzt leider verloren. Ah, verdammt. Ich muss jetzt da zum Schiff zum Ab, damit wir abhauen können. Nicht, dass es ohne mich jetzt abhauen. Das wäre jetzt sehr fatal für mich. Ich komme hier am besten auf. Nein! Ja! Ist mir klar. Wie komme ich da rauf? Nein! Titan hat mich erwischt. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Okay. Ja, der hat das gleiche Problem wie ich, dass er nicht draufkommt. Schon ein bisschen blöd. Oh, okay. So jetzt abgehauen. Natürlich. Aber er hat es versäumt. Ja, das war wieder eine sehr schnelle Runde. Ich bin ein Level aufgestiegen, das heißt, ich habe die dritte Klasse freigeschalten. Und das gefällt mir sehr, das Spiel. Also, es ist sehr so richtig. Wow! Also, zeitweise habe ich wirklich mal den Überblick verloren. Was auch sehr cool war, dass man, wenn ein Titan dich angreift von der Seite, bekommst du eine Warnung. CPU. Okay. Now arrival. Okay. Ja, ich hätte mal gesagt. Was hat der? Ja, der hat die Shotgun, okay. Dann teste ich den mal aus. Eine Runde mache ich noch schnell. Okay, das dauert noch etwas. Ich verkürze euch natürlich die Ladezeit ein wenig. Und dann geht's weiter auf den Schlachtfeld. Yeah, die Wartezeit ist vorbei. Und jetzt lädt er mal wieder die nächste Map. Ah, das ist jetzt, glaube ich, die zweite Map. Die ist, glaube ich, die ist etwas offener. Also, ich glaube, ich bleibe bei meinem Gunman. Ah, Rifleman, so heißt er. Und ich glaube, das ist fast besser von der Reichweite her. Genau, was ich noch sagen wollte. Jetzt hole ich mal den Tank aus. Maximallevel ist Level 14 in der Beta. Ein Smiley. Jawohl. So. So, da komme ich jetzt sicher hoch, oder? Ah, verdammt, ich mein Rocket dafür verwendet. Verschwendet. Ne, schade. Also die Parcours-Elemente sind doch etwas schwierig zu handhaben. Okay, Assist. Sieht aber sehr stimmig aus, das Spiel. Sehr cool. Gefällt mir sehr. Ich muss nur noch die Feinde finden. Na komm, komm, nein! Da ist der Baum abgehalten. Na komm, weiter. Ah, verdammt. Das war auf jeden Fall ein Pilot. Da waren sie mehr drin. Da oben. Boah, mit einem Sniper nämlich. Ach, ja. Kindchen. Okay, 2 Minuten ist mein Titan ready. Werfen wir da auf die Nappe. Da kommt schon ab. Okay, das war ein Grunt. Noch ein Grunt. Ich hoffe, die werden stärker im fertigen Spiel, weil jetzt sind sie doch etwas ziemlich dumm. Muss man ehrlich sagen. So, wo sind sie? Eigentlich, wo die Gegner hier umlaufen. Wo sind die Höhe?
definitiv. Aber läuft, ah, da läuft ein Pilot. Haha. Den läuft mir nach. Ich berühre mal die, so eine bewährte Battlefield-Taktik. Einfach die Gegner mal zum Umlaufen. Aber das Spiel selbst ist gleich zu schnell. Was das funktioniert. Da hat der Gegner schon einen Titan. Ah! Verdammt. Ja, natürlich. Wirklich ernsthaft. Ist das dein Ernst? Mit so kleinen lowen Mitteln. Oh. Ja, der hat einen Tank Titan. Ah, das ist auch. So sieht also die nukleare Explosion aus. Ne, ich hole ihn mir noch nicht. Verdammt! Wir hatten also eine Schnellfeuerwaffe. Verdammt. Ja, dann holen wir uns mal noch unseren Titan. Wo ist er, wo ist er? Da ist er, da ist er! Das ist auch sehr cool gemacht, dass man ziemlich schnell seinen Titan bekommt. So, ich bin noch rechtzeitig rausgesprungen. Okay, jetzt geht er hoch. Aber ich habe den gegnerischen Titan vernichtet. So, wo seid ihr, Leute? Singen die nur? Hm? Hallo? Hallo? Gegner. Ah, da hört die Schüsse. Das ist doch eine über ziemlich schöne Größe. Nein! Wie hat er mich jetzt erwischt? Ich hätte eine Granate geschmissen. Anscheinend hat die dann noch den Rest gemacht. Also das muss ich mir alles noch freispielen anscheinend. Ah! Blind reingerannt, blind. Einfach nur blind. Ich konzentriere mich zu wenig aufs Spiel, als dass ich da versuche, etwas zu kommentieren. Ah. Ja, danke. Das ist unser Ground. Wow. Ist das ein Pilot? Oder war das eine Titan-Fähigkeit? Versuch mal von hinten ranzukommen. Ah, wo ist er? Ah, der noch sich nicht stört. Okay. Schade. Ich bin hinten rauf auf dem Titan. Nein! Er hat mich erwischt. Das war wieder die Gier natürlich. Hey Pilots, the IMC are giving us a run for our money. It's gonna be a close battle. Wo ist der Titan? Da drüben sind sie, da fighten sie. Schade. Bin erwischt, ja. Check your HUD and get to the nearest evac point.
besser. Ich versuche mal zum Evakuierungsbild zu kommen. Ah, mein Titan ist ready. Dann uns supporten wir natürlich unseren Rückzug. Okay, you're at the evac point. Now stay alive till the ship arrives. Also hier müsste unser Schiff sein. Ja, hier. Da ist ein Pilot, ein anderer. Habe ihn erwischt. Ja. So. Ich supporte mal unseren Rückzug. Okay. Ja, dieses Game ist leider auch wieder vorbei. Ja. Attrition Points, okay. Was habe ich? Keinen Piloten killed, keinen Titan killed, nur Minions kills. Und 8-mal gestorben. Ach, so toll. Also ich glaube, ich übe noch ein bisschen Titanfall, bevor ich euch mehr von meinen Fails antue. Diese Runde lief jetzt nicht so gut. Na gut. Ich beende dieses Video jetzt und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag sonst noch und ja, viel Spaß auch. Euer Tata.